Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Spiel. Es ist mal wieder ein kleines Horror-Game. Ich habe irgendwie derzeit sehr viel Spaß daran, von solchen nicht so qualitativen, einfach gemachten Horrorspielen, keine Ahnung. Ich finde die irgendwie ganz amüsant und ich dachte, heute probiere ich das mal alleine aus, anstatt mit meinen Aufnehmpartnern. Genau. Und wir spielen heute Evil Nun. Das ist so ähnlich wie Granny vom Prinzip her. Also es ist halt diese böse Nonne und man ist halt in der Schule eingesperrt und muss da entkommen, wenn man jetzt wirklich eine sehr kurze Zusammenfassung nimmt. Was da jetzt genau auf uns zukommt, kein Plan. Ich würde einfach sagen, wir können uns die Granny so vorstellen, also wir können uns die Nonne so vorstellen wie die Granny, denke ich jetzt mal. Deshalb, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich muss eine Warnung aussprechen. Erstmal, das Spiel ist ab 16. Ich muss leider darauf hinweisen. und zweite Sache. Ich bin sehr, 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 sehr schreckhaft und ängstlich. Deshalb macht eure Kopfhörer raus oder stellt sie einfach ein bisschen leise. Weil ich, das ist Reflex. Ich bin sehr schreckhaft. Gut, ich habe euch gewarnt. Als ob ich da hingeschickt werde. Oh mein Gott, da ist die Nonne. Guckt euch das mal an. Ich glaube, derjenige, der das war, hat Schmerzen erlitten. Ich hab schon jetzt voll Schiss. Ich will nicht, dass die mich schon wieder sieht. Ich will mich einfach im Schrank verstecken. Oh mein Gott. Jetzt geht's los. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Kind wurde für die kostenlose Teilnahme am neuen Sommercamp dieser Schule ausgewählt. Mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit wird Ihr Kind einen unvergesslichen Sommer verbringen. Okay. Wir nennen uns natürlich Nalita, ist ja klar. So, Nalita. Mitte Nürnberg, Deutschland, okay. Ist anscheinend random ausgesucht. Grundschule auch noch, das ist belastend. Okay, was kann ich denn noch einstellen? Das ist ein Traum. Hier gibt's Level. Also ich würde mal sagen, wir machen jetzt erstmal einfach. Weil, ja. Gut, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Oh Gott, ich habe schon ein bisschen Schiss. Wir fahren jetzt erstmal ins Sommercamp. Qualität mal wieder ganz hoch angesetzt. Als ob ich da hingeschickt werde. Ah, Gott! Mann, das war doch klar! So eine doofe Sache. Zum Glück haben wir den Sound nicht so hochgestellt, sonst wäre ich wahrscheinlich dead erstmal. Ich habe Erfolg erhalten, wow, danke. Es gibt wieder diese Tage, Tag 1 und so. Okay, Leute, es geht los. Du musst dich benehmen. Okay, wir sehen uns um. Du musst dich benehmen. Du musst dich benehmen, ich bin... Okay, Alter. Kann man hier auch irgendwie laufen? Ah, hier. Ich bin richtig schlau, ey. Okay, es ist fast 12 Uhr. Ah, hier kann ich mich klein machen. Ich bin voll das gute Schulkind, ey. Ich kann es anziehen. Wie zieht es an? Hier, so. Hinweis erhalten. Ich brauche einen Hinweis. Ich brauche einen Hinweis. Sieht halt schon eklig aus. Ich will nicht rausgehen, Leute. Ich habe schon ein bisschen Schiss. Ich will nicht rausgehen. Ich will nicht rausgehen. Oh Gott. Kann ich mich hier verstecken vor der Nonne? Aber ich bin doch niemals so schnell zum Verstecken. Das ist natürlich klar. Kann man? Das kann ich doch locker irgendwie wegziehen, oder? Oh mein Gott, da ist die Nonne. Habt ihr sie gesehen? Die hat einen Hammer in der Hand. Tja,
Da kannst du nicht lang, meine liebe gute Nonni. Wie die aussieht. Kann man irgendwie weitergehen, oder? Zum Glück kann die sich nicht ducken, ey. Sonst wäre ich sowas von tot direkt. So. Öffnen wir das Ganze erstmal und verpieseln uns ein bisschen. Oh Gott, ich habe schon jetzt voll Schiss. Ich will nicht, dass die mich schon wieder sieht. Ich will mich einfach im Schrank verstecken. Kann man das öffnen? Ich bin noch extrem ungut in dem Spiel. Deshalb wundert euch bitte nicht. Schublade öffnen. Was gibt's denn da drin? Ist da nicht irgendwas drin? Ich kann nicht alle öffnen. Ja, da ist ja gar nichts drin. Ich dachte, wir müssen irgendwas finden. Vielleicht ist in dem Bild, wie bei der Granny, auch was. Das kurze Kabel findet sich meistens in den Schubladen in der Küche. Toll. Tja, und wo ist die Küche? Kann mir das auch jemand mal sagen? Fanarts. Oh mein Gott, wie cool. Ist das Schlafzimmer? Komm, wir gehen mal hier hoch. Ich komme mit der Steuerung nicht so ganz klar, es tut mir leid. Außerdem habe ich die ganze Zeit... Ich muss mich echt bemühen, dass ich mich wirklich bewege, weil ich habe die ganze Zeit Angst, dass sie hinter mir stehen, weil ich diese Steuerung einfach nicht checke. Gott, das ist echt schwierig, alleine in so ein Spiel zu spielen. Da kommen wir anscheinend... Warte mal, ich muss einen Schalter zum Aktivieren. Ja, und wo, meine Freunde? Das ist die Frage. Hier ist doch gar kein Schalter. Kommen wir da rein? Mensa. Also welche... Hier gibt es viele gefährliche Gegenstände, die wir nicht haben sollten. Hier ist ein Fenster. Können wir es nicht öffnen oder so? Nee. Na gut, es wäre auch zu einfach gewesen. Schickt euer Kind niemals in ein Sommercamp. Also so viel kann man schon mal direkt sagen. Was ist denn das? Ja, also ich glaube, das ist das, was ich denke. Guckt euch das mal an. Wenn wir da reinspringen, brennen wir dann? Ich probiere es jetzt lieber mal nicht. Sonst verlieren wir noch vor, bevor wir überhaupt angefangen haben. Das ist die Küche. Die meinte doch, in den Schubladen ist irgendwas, das wir finden müssen. Hey, wir sind einfach mega gut, oder? Hä? Nein, 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 wir wollen doch... Karte mit Telefonnummer gefunden. Okay, mega. Das ist kurze Kabel. Und wozu brauchen wir das? Was soll ich mit dem Zeug anstellen, so wenn man keinen Plan hat? Bestimmt können wir es zur Seite schieben irgendwie. Tja, die Frage ist jetzt, wo muss dieses kurze Kabel hin? Wir sind halt absolut leise. Nicht. Ich glaube, wir müssen mal wieder runter jetzt. Ich habe den Schalter nicht gefunden, dafür haben wir jetzt dieses Kabel. Keine Ahnung, was wir damit machen können. Wir gehen jetzt einfach mal wieder nach unten. Aber wo die Nonne ist? Kein Plan. Vielleicht sieht sie uns auch gar nie. Da ist ein Nagel. Ein Holzbrett? Ich brauche was, um es zu entfernen. Ja, danke schön. Ich habe leider hier nur so ein, keine Ahnung, was es ist. Ich glaube, nichts Hilfreiches. Scheiße, ist verschlossen. Das sind die Fanarts, die finde ich sehr cool. Also an die Leute, die das gemacht haben. Aha, da können wir jetzt wieder reingehen. Alles verschlossen. Ich meine, wo sollen wir denn hier lang? Das sieht nicht sehr nett aus. Autsch. Ich glaube, derjenige, der das war, hat Schmerzen erlitten. Ich glaube, das ist das mit diesem Kreuz hier. Können wir mal betrachten. Ich frage mich halt einfach, wo das hingehört. Autsch. Das ist nicht besonders schön.
Was ist das? Kann man da nicht irgendwie rein? Mega. Jetzt müssen wir da nur irgendwie runter. Aber wir haben... Ja, ja, komm, bitte funktionier. Okay. Also anscheinend müssen wir dafür noch ein weiteres Level freischalten. Ich bin absoluter Gangster in diesem Spiel. Ich würde jetzt halt gern hier hoch wieder klettern. Perfekt. Das sieht jetzt nicht so nett aus, finde ich. Also, ich habe bis jetzt noch nicht mal irgendein Anzeichen der Nonne gesehen. Deshalb frage ich mich natürlich auch, ob die hier überhaupt irgendwo ist. Hä? Kein Wunder. Wir haben die Nonne sowas von verarscht. Guck mal, die steckt fest die ganze Zeit. Also wir haben einen neuen Trick entdeckt, Leute. So steckt die Nonne einfach fest. Sie kann gar nichts machen. Ist das mega. Wir sind richtig schlau. Ich könnte jetzt also alles machen, um dass die Nonne kommt. Also, wenn ich kein Pro in diesem Spiel bin, dann weiß ich auch nicht. Ich würde es gern probieren, ob wir die irgendwie wieder da wegkriegen oder ob die für immer da steht und da versucht hinzulaufen. Sollen wir es probieren? Komm. Oh mein Gott! Theoretisch das komplette Rätsel lösen können, aber so schlau wie ich bin, habe ich versucht, ob vielleicht die Nonne irgendwie kaputt ist oder so und bin zu ihr hingelaufen. Wir könnten diesen Trick natürlich nochmal anwenden, aber ich muss sagen, es war schon etwas langweilig, wenn die Nonne überhaupt keine Gefahr darstellt, weil sie irgendwie da festgesteckt ist. Ich würde sagen, neuer Trick entdeckt, Leute. Also falls ihr das Haus erkunden wollt, mit der Nonne dazu und trotzdem die volle Punktzahl haben wollt, dann on fleek auf jeden Fall, könnt ihr diesen Trick anwenden. Wir haben die Nonne einfach verarscht und sie blieb dann halt da stecken. Gut, aber genug von diesem Horrorgame. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen schneiden, weil sonst ist das langweilig. Deshalb, Freunde, bis zum nächsten Mal und vielleicht auch bis zum nächsten Horrorgame oder mit anderen Leuten mal wieder spielen. Bis bald.